Auch in diesem Jahr wollen wir uns mit dem Thema BIM im Rahmen unserer Hausmesse befassen. Und wir haben uns für das Thema BIM-Planungsprozess für den Fachplaner entschieden. Folgendes haben wir mit Ihnen jetzt vor. Wir betrachten das Thema in 5 verschiedenen Kapiteln. Wir beginnen damit, uns nochmal mit Grundlagen vertraut zu machen, einige Begriffsdefinitionen wieder aufzurufen. Dann gehen wir weiter. Wie sieht in diesem Planungsprozess der Arbeitsablauf aus? 3. Kapitel wäre dann die Übernahme des Gebäudemodells. Wie sieht das genau aus? Was müssen wir da beachten? Gehen dann weiter zu den Modellinformationen innerhalb der Fachplanung und kommen dann zum Kapitel Kommunikation im BIM-Prozess. Also wir legen direkt los mit den Grundlagen. Wir betrachten einige Begriffsdefinitionen und natürlich ganz zentral die Definition für BIM, Building Information Modeling, hier nochmal wiederholt aus dem Stufenplan, digitales Planen und Bauen. Wahrscheinlich kennt auch jeder von Ihnen mittlerweile die Definition. Wir sehen, das ist hier ein langer Satz, bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethode auf Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks. Und dann geht es noch weiter mit Lebenszyklus und spannt noch den Bogen zur transparenten Kommunikation. Also die wichtigsten Definitionen oder wichtigsten Bestandteile sind hier benannt mit dem virtuellen Gebäudemodell und mit dem Begriff der Arbeitsmethodik. Also wie wollen wir unsere Gebäude planen? Der nächste wichtige Begriff, den wir uns nochmal anschauen, sind die sogenannten Auftraggeberinformationsanforderungen, abgekürzt AIA. Hier sehen wir auch die Begriffsdefinition. Hier ist genau festzulegen, welche Daten wann benötigt werden. Dazu gehören auch Angaben zur Detailtiefe und zum Format. Und im 2. Abschnitt sehen wir noch, dass alle relevanten Bauwerks- und Bauteilattribute vorhanden sein sollen. Also wichtige Informationen zu unserem Datenaustausch sind hier enthalten. Wir bleiben also noch bei den Auftraggeberinformationsanforderungen. Das ist ein wichtiger Grundlagenbestandteil für die weitere Vorgehensweise hier in dem Vortrag. Wir sehen also Informationen zu unserem Datenaustausch, zu unserem Gebäudemodell und das behandelt auch das Thema, wie modelliert wird unser Gebäudemodell. Und zum Beispiel wird auch die Struktur des Bauwerks im AIA-Dokument sinnvollerweise geregelt. Hier sehen wir ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben hier ein größeres Bauvorhaben. Das ist hier strukturiert in Bauteile 1, 2, 3. Und dann sehen wir also, wie zum Beispiel hier das Bauteil 1 aus verschiedenen Geschossen besteht. Oder dann sehen wir noch Bauteil 2, Bauteil 3, die Tiefgarage mit der Tiefgarageneinfahrt. Wie ist unser Gebäude strukturiert? Das sollte sinnvollerweise einheitlich geregelt werden. Genauso ist es auch interessant, Hinweise zur Modellierung, gegebenenfalls vielleicht sogar im Detail, vorzugeben. Kleines Beispiel, Sie sehen hier eine Geschossdecke, die ragt nach außen als Balkonplatte. Da schließt dann eine Balkonbrüstung an. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie modellieren wir denn jetzt diese Brüstung? Ist das vielleicht ein Wandbauteil? Das spiegelt vielleicht auch den Herstellungsprozess wider. Erst wird die Decke betoniert, danach können wir uns gut vorstellen, wir haben Anschlussbewehrung. Dann wird die Wand oder die Brüstung als Wand modelliert. Oder wir betrachten es vielleicht als Tragwerksplaner. Wir haben nämlich hier eine Brüstung, die als Überzug wirkt und die Decke noch mitträgt. Dann hätten wir vielleicht diese Variante gewählt. Das ist keine Wand, sondern ein Balken. Und dieser Balken reicht von Unterkante Decke bis eben zur Brüstungshöhe. Das ist das mechanische Modell, das ist das Bauteil, was wir hier als statische Höhe nutzen können. Also sinnvollerweise vielleicht auch solche Details oder denken wir noch an andere Aspekte, mehrschalige Wände, sind es einzelne Bauteile oder ist es ein Bauteil mit verschiedenen Bestandteilen? Wir bleiben immer noch bei den Auftraggeberinformationsanforderungen. Die Begriffsdefinition hat auch diesen Aspekt im Prinzip schon benannt.
Natürlich ist hier auch wichtig, die Ziele zu formulieren. Was ist denn überhaupt das Ziel dieser Planung? Klingt vielleicht etwas banal, aber wenn wir uns überlegen, geht es vielleicht nur zur Unterstützung der Kostenermittlung, der Ausschreibung, dann kann ja vielleicht schon eine Detailtiefe an Informationen ausreichen, wenn wir hier zum Beispiel sehen, der Bewährungsgehalt dieses Bauteils, 84 Kilogramm pro Kubikmeter, vielleicht ist die Information schon ausreichend für das Ziel der Planung. Oder es geht noch ein Stück weiter, unter dem Schlagwort Betrieb kennen wir dann auch aus der Literatur das sogenannte As-Built-Model, also wie gebaut Modell. Vielleicht ist es auch interessant, die Bewährung detailliert zu übergeben als 3D-Bewährungsobjekte, weil man dann vielleicht auch in der Zukunft mal in der Lage ist, bei einer Umnutzung Nachweise zu führen, umzudimensionieren, einfach mehr Möglichkeiten hat. Also ganz wichtig, was sind die Ziele dieses Datenaustausches? Der nächste Begriff für den Vortrag heute, nicht ganz so wichtig wie das AEA-Dokument, ist der BIM-Abwicklungsplan. Dieser regelt, das sehen wir hier auch in der Begriffsdefinition, die Herstellung der geforderten Daten, also die Herstellung zum Beispiel dieses Planungsprozesses. Und wir sehen hier in der Begriffsdefinition, regelt also Rollen, Funktionen, Abläufe. Und wir sehen auch ein Stück weiter unten, legt fest, wie oft und wann Planungsbesprechungen stattfinden, Teilmodelle zusammengeführt werden, auf Kollisionen geprüft wird. Das regelt der BIM-Abwicklungsplan. Und auch da vielleicht einfach nochmal diese wichtigen Stichpunkte wiederholt. Beschreibung der Prozesse und Abläufe, regelt Aufgaben, Verantwortlichkeiten und ist damit eben eine wichtige Quelle an Informationen für die Zusammenarbeit, für die Kollaboration. Folgendes können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Wichtige Bestandteile unserer Planung mit der BIM-Methode ist natürlich zum einen, dass wir mit einem virtuellen Gebäudemodell arbeiten und natürlich zum anderen, dass der Datenaustausch zwischen den Planungsbeteiligten einen hohen Stellenwert einnimmt, eine wichtige Komponente darstellt. Zum Abschluss der Grundlagen betrachten wir uns noch eine schöne Grafik, die wir hier mitbringen. Sie kennen vielleicht auch schon andere Grafiken der Art, dass man also hier diese vier Arten von BIM dargestellt bekommt. Das geht links oben los von Little Closed BIM, geht bis nach rechts unten zu Big Open BIM. Und wichtig ist natürlich, dass wir diese Stufen nicht als wertende Stufen wahrnehmen sollten. Wir sehen natürlich die Begriffe, die Adjektive klein und geschlossen, das können wir natürlich auch negativ wahrnehmen, wohingegen offen und groß, das klingt ja eher positiv. Diese Stufen helfen uns auch, die können wir eher als Klassifizierung sehen, die helfen uns auch zum Beispiel unsere Erfahrungen auch schon bei dem Thema BIM einzustufen. Denn viele von Ihnen nutzen ja vielleicht schon ein Werkzeug, ein 3D-CAD-System wie zum Beispiel Vicado und haben schon viele Erfahrungen gesammelt mit dem Planen in 3D, mit dem Auswerten, nutzen diese Vorteile. Und damit haben sie schon viele Erfahrungen gesammelt zu dem Thema BIM. Und dann waren das zum Beispiel Little Closed BIM-Bearbeitungen. Können wir uns hier einsortieren? Und selbst wenn wir in die Zukunft blicken, irgendwann haben wir den Punkt, wir arbeiten nur noch mit BIM, alle Planungen laufen mit 3D-Werkzeugen, dann haben wir vielleicht auch dann Bauvorhaben, dann werden trotzdem noch Einfamilienhäuser gebaut und dann ist es auch dann immer noch eine Closed-BIM-Bearbeitung, weil es vielleicht einfach keinen Planungsbeteiligten gibt, mit dem wir jetzt 3D-Daten austauschen, weil vielleicht auch dann in der Zukunft für das eine der Mehrfamilienhaus die drei Rohrleitungen vom Installateur nicht als 3D-Modell vorliegen. Aber große Projekte wie vielleicht ein Krankenhaus, viel Infrastruktur, dann ist es natürlich ein größerer Anspruch, Daten hier auszutauschen und zwischen den Fachplanern abzustimmen. Gut, gehen wir ein Stück weiter, betrachten wir uns den Arbeitsablauf. Wie kommen wir also jetzt von unserem Gebäudemodell? Hier sehen wir unsere 3D-Planung, die Bauteile sind hier dargestellt, Wände, Stützen, Decken. Wie kommen wir von unserem Architekturmodell hin zu unserem Ergebnismodell, in dem Fall hier exemplarisch dargestellt, unsere 3D-Bewährung, wie kommen wir zu dem Punkt?
betrachten wir uns den Arbeitsablauf im BIM-Prozess schematisch dargestellt. Da sehen wir verschiedene Bereiche, hier durchnummeriert mit A, B, C. Dann sehen wir hier entsprechend dargestellt den BIM-Planungsprozess. Hier unten das Koordinationsmodell, das symbolisiert unseren Datenumfang, der hier im Planungsprozess entsteht. Und dann sehen wir also die verschiedenen Fachplaner, die übernehmen sich hier zum Beispiel ein Teilmodell, erstellen ihre Planungsleistung, Planungsergebnisse. Das fließt dann wieder zurück und damit sehen wir natürlich, unsere Ergebnisse, unsere Informationen wachsen natürlich mit jedem Fachplaner dann entsprechend an. Betrachten wir uns im Detail einzelne Bereiche, dann sehen wir hier A und C. Dieser Datenaustausch wird im AIA-Dokument geregelt. Und das AIA-Dokument, die Auftraggeberinformationsanforderungen, sind nichts anderes wie eine vertragliche Vereinbarung über den Datenaustausch. Den müssen wir natürlich als Vertragspartner dann auch erfüllen. Genauso sehen wir hier im oberen Bereich den Buchstaben noch D, diesen BIM-Abwicklungsplan. Auch nichts anderes wie eine vertragliche Vereinbarung über den Planungsprozess. Einfach gesagt, wann sind welche Ergebnisse, Planungsstufen erreicht oder sind zu erreichen. Und dann haben wir natürlich noch den Bereich B. Hier passiert dann die Fachplanung, Gebäudetechnik, Tragwerksplanung, was auch immer. Und hier haben wir natürlich auch vertragliche Regelungen über den Auftrag, über die Planungsleistung. Erzeugt der Statiker jetzt nur eine Statik oder auch Bewährungspläne und so weiter. Gut, dann gehen wir zum größten Kapitel, Übernahme des virtuellen Gebäudemodells. Wir sammeln jetzt einfach mal einige Aspekte auf und gegen Ende dieses Kapitels führen wir das natürlich dann auch zusammen. Also erstmal sammeln und dann packen wir es zusammen. Grundlegend kennen wir in der BIM-Methode, in der Literatur, verschiedene Arten der Übernahme oder der Verwendung von Gebäudemodellen. Zentral hier vielleicht mal die zwei wichtigsten benannt. Das wäre zum einen der sogenannte Referenz-Workflow. Charakterisiert sich besonders dadurch, dass kein Importvorgang erforderlich wird. Denken Sie also zum Beispiel an eine Situation, Sie kennen ja Programme, die IFC-Modelle laden können. Da gibt es auch Software, wo man mehrere Modelle gleichzeitig laden kann. Wir überprüfen vielleicht, passt das Heizungsrohr durch die Aussparung im Unterzug. Und wenn wir dann diese Prüfung durchgeführt haben, können wir den Zustand wieder verlassen. Also nur ein temporärer Zustand. Das wäre dann eben dieser Referenz-Workflow. Kein Import, sondern wie der Name schon sagt, rein eine Referenzierung. Hingegen der Übergabe-Workflow, zentral, wenn wir als Fachplaner beispielsweise ein Gebäudemodell in uns als Planungsgrundlage übernehmen. Der Übergabe-Workflow, also es wird ein Modell, ein Gebäudemodell importiert. Das heißt, es wird in das native Dateiformat des jeweiligen CAD-Systems umgewandelt. Und hier sehen wir auch nochmal, also wichtig oder die wichtige Übergabe oder der wichtige Workflow, wenn wir aufbauend auf dem Gebäudemodell weiterarbeiten. Aber wir sehen natürlich, Übergabe-Workflow bedeutet, das Gebäudemodell wird umgewandelt und das Gebäudemodell wird nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal umgewandelt. Nämlich der Architekt, der Erzeugende des Gebäudemodells, der hat in seinem CAD-System das Gebäudemodell erstellt und dann drückt er irgendwann auf den Export, dann wird das Gebäude umgewandelt in das IFC-Format. Und dann kommt der Fachplaner, übernimmt sich das Gebäudemodell und wandelt es natürlich wieder um in das native Dateiformat seines CAD-Systems. Und damit ist natürlich das IFC-Format der kleinste gemeinsame Nenner zwischen diesen verschiedenen Systemen. Und damit ist natürlich auch klar, dass Informationen verloren gehen bei diesem Umwandeln, bei diesem Austausch. Gucken wir uns zwei Beispiele an. Beispiel 1, wir sehen hier, unsere Bauteile, die wir bei der Modellierung verwendet haben in unserem CAD-System. Und da haben wir uns viel Mühe gegeben, die Bauteile sinnvoll in Bauteile zu kategorisieren. Und dann sehen wir zum Beispiel, hier gibt es die Außenwand, es gibt die Balkon-Attika-Wand, dann gibt es noch Innenwand tragend, Innenwand nicht tragend. Also mehrere Bauteilkategorien, die sich mit Wänden
ja, mit Wänden befasst. Und jetzt drücken wir auf den IFC-Export und betrachten uns das Gebäudemodell im IFC-Viewer. Und da sehen wir, es gibt nur noch einmal diese Klasse Wände, im Englischen hier IFC-Wall. Also diese Aufteilung, die Mühe, die wir uns gemacht haben, das ist erstmal verloren. Wir sehen hier nur noch alle Wände in einer Kategorie. Keine Innenwände mehr, keine Außenwände mehr. Anderes Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sind am Modellieren, wir erzeugen unser Gebäudemodell und jetzt brauchen wir natürlich eine Treppe, um die verschiedenen Stockwerke zu erreichen. Hier sehen wir jetzt eine Treppe mit Podest, wir haben zwei Treppenläufe und modelliert wird natürlich dieses Bauteil in einem CAD-System über eine Hilfe, über einen Assistenten, über einen Dialog, wie auch immer. Hier sehen wir mal einen Dialog aus Vicado, da sehen wir, wir haben eine Laufbreite hinterlegt, wir sehen, bei einem Zwischenpodest, wie viele Steigungen hat denn der erste, der zweite Treppenlauf. Wir sehen Informationen, Komfortmerkmale, ist jetzt die Treppe normgerecht, die wir hier konstruieren, haben wir die Regeln eingehalten, Bequemlichkeitsregel und so weiter. Ja, und diese Parameter, die sind im nativen Format vorhanden, wir können jederzeit die Steigungen verändern. Drücken wir auf den IFC-Export, betrachten genau dieses Modell im Viewer, und sehen dort in den Eigenschaften des virtuellen Gebäudemodells im IFC-Format keine Angaben zu Steigungen. Gibt es überhaupt zwei, drei Treppenläufe? Wir kennen das Bauteilvolumen, die Fläche. Also diese Informationen, diese Parameter sind verloren. Nächster wichtiger Punkt, wenn wir ein Gebäudemodell austauschen, wir müssen uns natürlich für ein IFC-Format entscheiden. Klingt vielleicht banal, aber das kennen Sie ja auch mit anderen Programmen. Das Format ist natürlich durchaus entscheidend, damit ein Austausch klappt. Und speziell im IFC-Format sind es zwei Entscheidungen, die nur als Kombination das Format definieren. Und das wäre zum einen die sogenannte IFC-Version und zum anderen die Model View Definition. Und damit entstehen im Prinzip heutzutage im IFC-Format vier Varianten, für die von denen wir uns eine aussuchen. Das wäre zum Beispiel eben im IFC-Format 4 Design Transfer oder Reference View oder im Format IFC2X3 Coordination View oder Structure Analysis View. Die Versionen selbst, hier nochmal eine kurze Übersicht. IFC 1 wurde 1997 veröffentlicht. Die aktuelle Version IFC 4 seit 2013 entsprechend ja, verfügbar. Mittlerweile natürlich in Bearbeitung auch in Format 5 und so weiter. Gut, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, nochmal zur Erinnerung, wir sammeln ja einfach mal, das fügen wir gleich alles zusammen. Dann ist natürlich entscheidend, wie die geometrische Beschreibungen unserer Bauteile aussehen. Im letzten Jahr haben wir das sehr intensiv bearbeitet, hier nochmal kurz wiederholt. Das können wir ganz grob in drei Kategorien einstufen. Fangen wir mit der hochwertigsten an, die extrudierte geometrische Beschreibung. Wir kennen also hier einen Querschnitt und eine Extrusionslänge und Richtung. Im Prinzip ist es nichts anderes wie eine parametrisierte geometrische Beschreibung. Wir wissen also den Querschnitt, Länge, Breite, Stützenhöhe. Im Stahlbau HEA 300, die Profilgröße. Also das wäre die extrudierte geometrische Beschreibung. Eine Stufe schwächer wäre das Begrenzungsflächenmodell. Hier wird unser Volumenkörper, wie der Name schon sagt, über die Flächen beschrieben, die ihn begrenzen. Die Vicado-Anwender kennen das auch in Vicado. Das wäre ein allgemeines Bauteil. Genau diese geometrische Beschreibung wird verwendet. Wir kennen also keine Parameter, aber wir können natürlich diesen Körper dehnen und trimmen, zerschneiden und so weiter. Und die schwächste Form wäre das Flächenmodell. Das sieht auf den ersten Blick ganz ähnlich aus. Auch hier die Flächen, die den Körper begrenzen, werden geometrisch beschrieben. Aber der wesentliche Unterschied, diese Beschreibung besteht nur aus den Flächen. Es wird kein Volumenkörper erzeugt. Auch das kennen wir als Vicado-Anwender, wenn Sie aus dem Katalog ein Fahrzeug beispielsweise importieren, dann ist das genau diese Art der geometrischen Beschreibung. Und das Fahrzeug können wir nicht
dehnen oder trimmen oder zerteilen. Also eine schwache Variante. So, und jetzt führen wir das Ganze, was wir eben gehört haben, zusammen und überlegen uns, was brauchen wir denn jetzt für ein Format, wenn wir das alles jetzt gehört haben, für den Austausch. Und wenn wir jetzt im Referenz-Workflow arbeiten wollen, also das Ziel ist beispielsweise, wir wollen einen Export erzeugen, damit wir eben, was weiß ich, morgen eine Kollisionskontrolle durchführen können, dann nehmen wir zum Beispiel das Format IFC 4 Reference View. Sie sehen in Klammern, das bedeutet, das CAD-System wird unsere Bauteile als Flächenmodelle exportieren. Also rein diese schwache geometrische Form, das ist für diese Arbeitsschritte ausreichend. Aber dieses Modell ist völlig ungeeignet, einen Import durchzuführen. Besonders, wenn wir darauf aufbauend weiterarbeiten wollen. Wenn wir aber wissen, das Modell, was wir exportieren, das soll ein anderer Planungsbeteiligter als Grundlage importieren, dann sind wir also im Übergabe-Workflow aktiv und dann kommen zwei andere Formate wahlweise zum Einsatz, entweder IFC 4 Design Transfer oder IFC 2 X3 Coordination View. Und da sehen wir auch in Klammern, hier wird das CAD-System extrudierte geometrische Beschreibungen verwenden. Und immer wenn das CAD-System ein Bauteil nicht extrudiert geometrisch beschreiben kann, denken Sie beispielsweise wieder an die Treppe mit Podest. Da gibt es ja keinen Parametersatz, der so eindeutig im IFC-Format dieses Bauteil beschreibt. Dann wird das CAD-System ein Begrenzungsflächenmodell verwenden. Aber wir haben immer Volumenbauteile, das wir zum Beispiel als Tragwerksplaner auch bewähren können. Nächster wichtiger Schritt wäre der Umfang. Mit welchem Umfang wollen wir denn arbeiten? Was wäre der Modellumfang, den wir beispielsweise als Tragwerksplaner importieren? Nehmen wir vielleicht das Architekturmodell. Die Literatur beschreibt das Architekturmodell als komplettes Gebäude. Da ist dann also von der Fensterscheibe vielleicht sogar die Küchenmöbel und der Randstreifen in der Außenanlage, das alles mit modelliert. Und diese Frage nach dem Umfang, das kennen Sie vielleicht auch schon seit vielen Jahren, vielleicht auch wieder die Tragwerksplaner angesprochen, wenn man eine IFC, eine DWG oder DXF-Datei importiert, dann sind da vielleicht auch Informationen drauf, die vielleicht eher ablenken als hilfreich sind für die planerische Aufgabe. Also welchen Umfang wollen wir wählen? Sinnvollerweise nehmen wir uns immer ein oder mehrere Teilmodelle und da wäre so zum Beispiel ein Teilmodell, das sogenannte Rohbaumodell. Können wir uns gut vorstellen, das Rohbaumodell ist so definiert, dass alle raumbildenden Bauteile vorhanden sind. Also da wären dann auch die nicht tragenden Wände mit dabei. Aber wir sehen schon, alles, was das Tragwerk versteckt, ist hier schon mal weg. Wir haben keine Fußbodenaufbauten, keine Möbel, keine Fenster, rein das Tragwerk, das Rohbaumodell. Oder ein ganz anderer Aspekt, vielleicht wollen wir uns mit der Gebäudeausstattung befassen. Da sind ganz andere Kennzahlen interessant. Da brauchen wir vielleicht die Volumenangabe, damit wir eine Lüftungsanlage dimensionieren können, die dann in der Lage ist, auch das Gebäude ordentlich mit Luft, mit einer gewissen Leistung die Luft umzuwälzen. Oder wir gehen mal in eine ganz andere Richtung. Wir wollen Kosten ermitteln und wir erzeugen Teilmodelle entsprechend der Kostengruppen. Beispielsweise hier die tragenden Außenwände, Kostengruppe 331. Auch nochmal zur Wiederholung, wir können ja auch mehrere Teilmodelle nutzen, um dann am Schluss wieder unser gesamtes Modell zusammenzuführen. Natürlich auch Teilmodelle vielleicht gewerkbezogen. Wir interessieren uns nur für die Bauteile aus Stahl, Beton, damit wir eben prüfen, passt die Bewährung auch geometrisch zusammen oder hängt die vielleicht irgendwo raus, keine Ahnung. In jedem Fall ist natürlich entscheidend für den Datenaustausch im IFC-Format, dass wir genau diese Situation hier beachten. Jedes Bauteil, hier ist die Stütze markiert, erhält im IFC-Gebäudemodell eine eindeutige Bauteilkennung. Und diese eindeutige Bauteilkennung, die müssen wir erhalten, sonst klappen alle weiteren Arbeitsschritte, wenn wir vielleicht Daten zusammenführen wollen, vielleicht auch automatisiert Kollisionen prüfen wollen, funktionieren dann nicht mehr, wenn wir diese Nummer nicht erhalten.
Und wir sehen natürlich, diese Nummer ist nicht für uns Menschen gemacht. Das wäre vielleicht etwas sperrig, darüber zu kommunizieren. Aber unsere Computerprogramme, die kommen natürlich damit klar. Und dafür ist es natürlich auch erzeugt. Daraus leiten sich natürlich auch gewisse Zwänge ab. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Bauteil ist vielleicht für uns nicht passend modelliert, naja, dann löschen wir es raus und geben es neu ein. Das ist natürlich schwierig, weil dann diese eindeutige Kennung verloren geht. Ich hatte vor ein paar Folien provokant gesagt, es gehen Informationen verloren beim IFC-Datenaustausch. Ich ruder vielleicht wieder etwas zurück. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Informationen zu erhalten oder auch Informationen zu transportieren. Das geschieht über die Eigenschaften beziehungsweise im englischen IFC-Format benannt die Properties. Und diese Properties können wir eben nutzen, um Informationen zu hinterlegen. Hier ein erstes Beispiel für diese Stahlbetonstütze. Also stellen wir uns vor, das AIA-Dokument gibt also für den Datenaustausch vor. Jedes Stahlbetonbauteil braucht eine Expositionsklasse, eine Festigkeitsklasse und einen Bewährungsgrad. Also diese drei Informationen, die hängen wir als nicht geometrische Informationen einfach an das Bauteil dran. Bei diesen Eigenschaften wird ganz grob in zwei Bereiche unterschieden. Wir können zum einen ganz manuell Eigenschaften definieren. Hier ein kleines Beispiel, hier unsere Außenwand. Betrachten wir die im IFC Viewer, dann sehen wir, wir haben hier zum Beispiel hinterlegt, das Bauteil ist in der Kostengruppe 331. Es handelt sich um das Gewerk Maurerarbeiten und eine Bauteilkategorie haben wir hier eingetragen, Außenwand 42.5. Und hier sehen wir natürlich eine Möglichkeit, wie wir diese Informationen erhalten können, dass wir uns als Properties im IFC-Format einfach hinterlegen, das ist eine Außenwand, es ist eine Innenwand. Um eben beim Beispiel zu bleiben, den Wegfall dieser Bauteilkategorien auszugleichen. In Vicado sieht es dann zum Beispiel so aus, da haben wir das Register Attribute, hier sind wir frei, diese Eigenschaften zu definieren. Im Gegensatz dazu die IFC-Properties, die standardisierten Eigenschaften. Das gibt also das IFC-Format bereits vor. Auch da haben wir uns diese Außenwand einfach mal betrachtet. Und hier haben wir Properties verwendet. Sie sehen, diese Properties werden im IFC-Format immer in sogenannten Property-Sets verwandelt, also nichts anderes wie eine Gruppenbildung. Und hier sehen wir also die Properties aus dem Property Set Wall Common. Da sehen wir den U-Wert, ist Außenraum, tragendes Bauteil. Und diese Properties kennen dann auch, wenn erforderlich, eine klar definierte Einheit. Und natürlich sehen wir auch hier eine Möglichkeit, wenn wir wieder an die Bauteilkategorien denken, diese entfallenen Informationen zu erhalten. Vielleicht etwas abstrakt, aber wir sehen natürlich, die nicht tragende Innenwand wäre dann bei Ist-Außenraum Nein, tragendes Bauteil Nein, das wäre also die nicht tragende Innenwand. Wie gesagt, vielleicht etwas abstrakt, aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, Informationen zu transportieren. So, jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, etwas kürzer jetzt, Modellinformationen innerhalb der Fachplanung. Also wir denken wieder an unseren Planungsprozess. Wir befinden uns jetzt nur bei der Fachplanung, also hier in dem rot markierten Bereich. Und natürlich auch hier innerhalb der Fachplanung kann es natürlich erforderlich sein, dass wir Daten unseres Gebäudemodells importieren, exportieren. Die Tragwerksplaner hier im Raum kennen das natürlich. Die benutzen Mikrofee, Baustatik, Eurostar, Vicado. Und auch da haben wir natürlich den Bedarf, Daten auszutauschen. Und hier ist natürlich ganz wichtig, wenn wir uns hier unser Gebäudemodell betrachten. Wir sehen also, als Fachplaner nutzen wir verschiedene Softwareprodukte. Hier haben wir natürlich eine andere Möglichkeit als innerhalb des eigentlichen BIM-Prozesses. Hier können wir natürlich auch native Schnittstellen verwenden. Denn die vertraglichen Regelungen zum Datenaustausch betreffen ja den Bereich A und C. Also wenn wir diese vertraglichen Bedingungen aus dem AIA-Dokument hier erfüllen,
Im Extremfall gesagt, können wir auch oben als Fachplaner mit Stift und Papier arbeiten. Das ist uns ja im Prinzip freigestellt. Wir müssen natürlich Datenaustausch, Bereich A und C, das müssen wir liefern. Noch ein Hinweis, speziell für die Tragwerksplanung. Sie hatten vorhin schon bei den Formaten gesehen, da steht IFC 2X3, Structural Analysis View. Wir sehen auch im IFC-Format, können wir solche Strukturobjekte transportieren. Und im IFC-Format ist damit entsprechend eine Teilung möglich zwischen zwei verschiedenen Aufgabenstellungen. Und zwar folgendermaßen, wenn wir uns hier nochmal ein Architekturmodell betrachten, dann haben wir natürlich hier mit unserem CAD-System das Ziel, unser Bauvorhaben möglichst exakt geometrisch zu beschreiben. Also exemplarisch betrachten wir uns hier unten die Balkonplatte. Sie sehen, die Platte besitzt verschiedene Materialstärken. Und es ist natürlich für uns entscheidend, ist die Ober- oder die Unterkante bündig, wenn wir irgendwann noch einen Isolierkorb bestellen, um diesen Anschluss zu realisieren. Der muss ja diesen Höhenunterschied ausgleichen und das wäre natürlich falsch bestellt, wenn eine andere Kante ausgerichtet wäre. Also das Ziel des Architekturmodells ist natürlich immer, das Bauvorhaben exakt geometrisch zu beschreiben. Für die statische Analyse ist natürlich ein anderes Ziel interessant. Hier wollen wir unser Gebäude möglichst vereinfachen, idealisieren, vorbereiten für unsere Analyse, beispielsweise mit einem FE-Werkzeug. Und da sehen wir auch wieder beim Balkon, uns interessiert natürlich, dass diese Strukturmodelle hier geometrisch vereinfacht sind. Und durch diese Entkopplung in zwei getrennte Objekte, die natürlich die Verwandtschaft kennen, können wir eben zum einen für die statische Analyse frei unsere Geometrie für die Analyse vorbereiten. Unser Architekturmodell ist unverändert davon. Und wenn wir uns nochmal überlegen, diese Model View Definition, wenn wir also dieses Format in unserem CAD-System auswählen, dann werden wir in dieser IFC-Datei nur diese Objekte finden. Keine Wände mit einer Dicke, sondern nur diese systemlinienbezogenen Objekte. Gut, kommen wir zum letzten Kapitel, Kommunikation im BIM-Prozess. Wenn wir uns also wieder diese Grafik aus dem Stufenplan vor Augen führen, wir sehen also den typischen Planungsprozess, der ist hier so im unteren Viertel dargestellt. Wir sehen hier von den Autoren vorgegebene typische Übergabepunkte. Und jetzt stellen wir uns also vor, der BIM-Abwicklungsplan hat also für heute definiert, alle Fachplaner treffen sich und gucken, passen ihre Ergebnisse, ihre Planungsergebnisse zusammen. Und dann gucken wir uns unser Modell an. Hier sehen wir eine Draufsicht auf eine Decke, auf unseren Unterzug. Die Decke schalten wir weg. Wir sehen die Bewehrung. Und im Unterzug, vielleicht erkennen Sie es schon, wir ändern mal die Blickrichtung. Hoppla, da haben wir ein Problem, da ist eine Aussparung. Da müssen wir vielleicht ein paar Bewehrungsstäbe wegflexen, damit wir da die Rohrleitungen durchführen können. Aber natürlich, Bügel wegflexen ist natürlich hier die falsche Lösung. Wir wissen natürlich, die Tragwerksplanung, wir müssen diese Aussparung dimensionieren. Und wenn jetzt der Statiker mit am Tisch sitzt, der soll jetzt ja nicht seinen Notizblock rausholen, muss ich von Hand notieren, hier habe ich noch einen Nachweis zu führen, sondern da gibt es natürlich auch eine Lösung. Und das ist das Dateiformat mit dem Namen BCF. Und dieses Dateiformat begleitet dann unsere IFC-Modelle. Ein eigenes Dateiformat, eigentlich sehr schlank, sehr klein. Dieses Dateiformat beinhaltet Themen und diese Themen besitzen verschiedene Eigenschaften, verschiedene Informationen. Zum Beispiel auch hier, jedes Thema kennt einen Bauteilbezug über diese eindeutige Bauteilkennung. Auch da sehen wir natürlich, für diesen Informationsaustausch müssen diese Kennungen erhalten bleiben. So, und wie wäre das jetzt in unserem Beispiel? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir arbeiten also mit Vicado, wir erkennen jetzt diesen Konflikt, dann würden wir uns also ein Thema anlegen, überlegen uns, wie nennen wir das Thema, zum Beispiel hier Bewehrung in Aussparung Unterzug Garage. Man sieht dann den Autor und das Datum, wann wurde das Thema erzeugt. Das Thema besitzt einen beliebigen Text als Erläuterung.
hier exemplarisch Bewährungsführungen, Aussparung anpassen. Und dann können beliebig viele Anmerkungen vorhanden sein. Stellen Sie sich vor, diese BCF-Datei wandert vielleicht dann noch zum TGA-Planer, der schreibt dann noch dazu, also der Rohrdurchmesser sind hier 20 cm oder was auch immer. Und hier sehen wir vielleicht, hat dann auch der Tragwerksplaner direkt noch eine Anmerkung dazu beigetragen. Hier ist ein gesonderter Nachweis erforderlich. Es ist also nicht damit getan, die Bügel hier wegzunehmen, sondern vielleicht ist das sogar ein Nachtrag, nochmal eine Sonderbeauftragung und so weiter. Und dann hängen wir verschiedene Standpunkte an dieses Thema. Und der Standpunkt, der beinhaltet natürlich zum einen Screenshot. Da sehen wir schon mal eine Vorschau, worum geht's. Aber dieser Standpunkt, wie der Name schon sagt, beinhaltet auch, wo, aus welcher Blickrichtung, mit welcher Brennweite dieser Screenshot erzeugt wurde. Und damit kann jeder in seinem CAD-System, im IFC Viewer, einfach mit einem Klick genau diese Position wieder einnehmen und genau das Modell an der Sicht dann wieder darstellen. Ja, und dann gibt es noch weitere Eigenschaften. Der Tragwerksplaner setzt dann den Status auf erledigt, erzeugt ein neues IFC-Modell von der Bewährung und dann wird dieses IFC-Dateiformat wieder exportiert, das IFC-Modell wird exportiert und dann kann man wieder beides gemeinsam laden und kann eben diese Kommunikation verfolgen. Gut, damit sind wir auch bei dem Vortrag am Ende angelangt.